Heute haben wir einen Gast bei uns, Professor Dr. Philipp Bagus von der Universität Madrid. Mit ihm möchte ich mich über sein neues Buch unterhalten, das in den kommenden Tagen erscheinen wird. Es beschäftigt sich mit dem Thema Groß- und Kleinstaaten. Hinlänglicher die Meinung, dass Großstaaten, zum Beispiel die EU, heute unbedingt notwendig seien und viel, viel besser für alle Beteiligten. Professor Dr. Bagus und einige andere sind hingegen der Meinung, dass es genau umgedreht ist, dass also kleine Staaten mit Abstand das beste Ergebnis erzielen. Willkommen, Herr Professor Dr. Bagus. Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns sind. Erzählen Sie uns doch zum Einstieg erstmal ein bisschen etwas. Welche Argumente sprechen denn für kleine Staaten? Ja, da sprechen viele Argumente für. Eins ist das Informationsproblem, was jeder staatliche Planer hat. Das wird natürlich nicht kleiner, wenn die politischen Einheiten größer werden. Jeder staatliche Planer hat ja das Problem, dass wenn er die Gesellschaft irgendwie voranbringen will, muss er erstmal wissen, was sind überhaupt die Ziele der Menschen in dieser Gesellschaft. Die ändern sich aber ständig. Die Menschen sind kreativ und haben immer wieder neue Ziele und haben auch andere Mittel, entdecken neue Mittel, mit denen sie diese Ziele erreichen können. Deswegen sagt ja Hayek, Friedrich August von Hayek, dass die zentrale staatliche Planung in ein Chaos führt, weil der Planer einfach nicht die Informationen hat. Nun ist es aber so, dass das Problem, dieses Informationsproblem natürlich mit der Größe der Staaten wächst, weil der Planer einfach viel weiter von den Menschen weg ist und auch viel eher die Wünsche von und Ziele von viel mehr Menschen unter einen Hut bringen muss, die sich auch noch ständig ändern. Das heißt, wenn man eine kleine politische Einheit hat, ist man viel näher dran an den Menschen. Und in einer so komplexen Welt wie heute in der Globalisierung ist es dringend erforderlich, dass man sich auf kleinere politische Einheiten zurückbesinnt. Wie meinen Sie, kommt es zustande, dass eben quasi fast alle immer genau das Gegenteil behaupten? Wieso kann man die nicht überzeugen? Wieso kommen die auf diese, in Anführungszeichen, falsche Auffassung? Da steht natürlich die Interessen dahinter, weil die Staatenpolitiker, die wollen natürlich keinen Wettbewerb, keinen politischen Wettbewerb. Wenn die Staaten klein sind, dann gibt es erstmal mehr andere Staaten, mehr andere Wettbewerber. Und je kleiner die Staaten sind, desto näher liegt auch die nächste Grenze. Und desto wahrscheinlicher ist es, dass der Nachbarstaat kulturell sehr ähnlich ist. Das heißt, die Kosten des Abstimmens mit den Füßen sinken, je kleiner die Staaten sind. Das bedeutet, dass Staaten attraktiv sein müssen für ihre Bürger. Das heißt, sie müssen die Steuern senken und sie müssen die Einschränkungen für die Freiheit abbauen. Die Regulierung müssen sie abbauen, um halt attraktiv zu sein. Diesen politischen Wettbewerb, das wollen die Politiker natürlich nicht. Das wollen die Staaten nicht. Die wollen ja immer mehr haben. Die wollen ja höhere Steuern haben. Die wollen ja mehr abgreifen und mehr bestimmen. Das heißt, die sehen den politischen Wettbewerb sehr skeptisch und sprechen dann vom Steuerdumping und so weiter. Und die wollen lieber einen großen Staat oder ein Kartell. Das nennen sie dann Steuerharmonisierung. Sie wollen so ein Steuerkartell, damit da keiner da die Steuern senkt. Und dann machen sie in der EU sowas wie Mindeststeuersätze für Mehrwertsteuer und so weiter. Das heißt, die ganze Politik und dann ihrem Einfluss auf die Medien sind da natürlich total dagegen. Das ist ein nachvollziehbares Argument, allerdings nur auf der Politikebene. Ihre Kollegen, also zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften oder in Politikwissenschaften oder ähnliches, die müssten dann aber doch leichter überzeugbar sein, sozusagen. Aber die sind, soweit ich das weiß, ja auch eher für diese größere Lösung. Was haben Sie da für eine Erklärung für sich dafür? Ja, die meisten lernen ja auch an staatlichen Universitäten und sind erstmal generell, haben die ähnliche Interessen. Vielleicht irren sie sich einfach, vielleicht haben sie nicht die Argumente durchdacht. Oft kommt das Argument, dass die öffentlichen Güter, zum Beispiel der Alessina, der sagte, die öffentlichen Güter, da würden die Kosten für die Pro-Kopf-Kosten für die öffentlichen Güter sinken, zum Beispiel bei Verteidigung. Je größer der Staat ist, dann könnten Verteidigung wäre als öffentliches Gut, dann könnten das die Bürger leichter tragen pro Kopf, wenn man mehr Leute da sind. Aber öffentliche Güter können natürlich auch in freiwilliger Kooperation produziert werden. Nichts hindert zum Beispiel unabhängig hängiges Ostfriesland und die Niederlande daran, gemeinsam einen durchgängigen Küstenschutz und einen Deich zu haben. Und nichts hindert auch Staaten daran, ein Verteidigungsbündnis einzugehen, wie die Hanse das jahrhundertelang erfolgreich gemacht hat und auch erfolgreich Kriege geführt hat gegen den König von Dänemark zum Beispiel. Das heißt, ja, das wird vielleicht übersehen. Dann Palästina hat auch das Argument, dass das wäre so eine Art Versicherung, wenn man ein großer Staat wäre, weil wenn jetzt Katalonien jetzt in Spanien unabhängig sei und da wäre eine Naturkatastrophe, dann würden die anderen Regionen Spaniens, Katalonien weniger helfen, als wenn jetzt Katalonien Bestandteil Spaniens wäre. Weil man sieht dann halt aber auch da, dass natürlich man kann sich natürlich auch versichern auf dem privaten Markt. Ne? Die Katalanen können sich auf internationalen Märkten natürlich versichern gegen Naturkatastrophen.
Naturkatastrophen. Ja, und jetzt wäre noch eine spannende Frage für mich. Wenn es eben an dem Lernen liegt, würde mich jetzt persönlich interessieren, auch in Bezug auf die Austrian School. Sie unterhalten sich ja mit Sicherheit auch viel in Ihrer Stellung als Professor mit anderen Kollegen. Wie ist da Ihre persönliche Erfahrung, wenn man dann mal sich eine Stunde oder zwei zusammen hinsetzt und so sich untereinander austauscht und Sie vielleicht versuchen, die entweder von der Austrian School allgemein oder von diesem Punkt jetzt im Speziellen argumentativ zu überzeugen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Kommen Sie da durch? Kommen Sie da auf den grünen Nenner, dass der dann am Ende sagt, ja Mensch, so habe ich das noch gar nicht gesehen? Oder kommt da dann auch beim Erklären Ihrer Theorien dann doch letztlich wenig raus und der bleibt dann da strikt bei dem anderen? Ja, ich bin da manchmal nicht so erfolgreich, wie ich gerne wäre und beiße da auf Granit. Das kommt dann schon mal vor, dass wenn man dann Sachen hinterfragt, die der Gegenüber jetzt jahrzehntelang vielleicht schon in seinen Glauben oder seine Überzeugungen mit aufgenommen hat, dass der dann davon nicht so schnell ablässt und nicht herauskommt aus seinen Denkmustern. Das kommt leider häufiger vor als der Fall, dass dann gesagt wird, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Es gibt ja jetzt gar nicht so viele verschiedene Wirtschaftsausrichtungen. Wie meinen Sie, kommt es dazu? Ich kann mir das persönlich immer sehr schwer vorstellen, wenn jemand Wirtschaftswissenschaften studiert und sozusagen dem sein Leben widmet. Ich wundere mich da immer so ein bisschen persönlich, warum man sich nicht viel mehr schon am Anfang auch von sich aus mit anderen Schulen sozusagen beschäftigt und mal guckt, was gibt's denn da noch so für Theorien und sich mal so richtig voll umfassend bildet. Ja, die Frage ist berechtigt. Es gibt halt solche und solche. Es gibt Leute, die widmen sich, wie Sie gesagt haben, ja, aus Liebe zur Wissenschaft dem Ganzen, weil sie einfach wissen wollen, wie das Ganze funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert. Und bei denen ist es dann natürlich anders. Da kenne ich auch Fälle, die haben sozusagen viel über Bord geworfen, viel Humankapital abgeschrieben, weil sie gesehen haben, dass die österreichische Schule die Erklärung hat. Das gibt es, aber viele halt haben auch andere Motivationen, die sie zu diesem Beruf bringen, die mehr Karriere vielleicht sind. Dann ist es ja auch so, dass man dann auch gewisse, man muss ja dann, um eine Universitätskarriere zu machen, darf man sich ja auch nicht mit allen verscherzen. Das heißt, mit den Leuten, die da sind, kann man denen ja auch nicht sagen, dass was ihr da jetzt lehrt, das ist alles falsch. So, jetzt komme ich jetzt hier als Neuer an und mache jetzt hier alles anders, weil ich mir jetzt mal alles angeguckt habe. Und was ihr da macht, ist falsch. Gut, das war natürlich eine sehr offensive Vorgehensweise, aber man könnte ja auch diplomatischer vorgehen, indem man das so ein bisschen trennt und in der Uni sozusagen gerade mal die ersten Jahre so ein bisschen den Ball flach hält und sich sozusagen privat dann mit den anderen Theorien beschäftigt, um dann vielleicht dann in späteren Jahren, wenn man dann schon mal 10, 20 Jahre dabei ist, da vielleicht ein bisschen mehr Eigenes einzubringen. Ja, solche Fälle gibt es auch. Was ich halt schade finde, ist, dass offenbar in weiten Teilen gar kein großes Interesse daran da ist, sich mit anderen Sichtweisen sozusagen zu beschäftigen. Fällt mir auch jetzt fernab davon immer auf, dass man da eben wenig guckt, was links und rechts geht. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, persönlich irgendwas zu machen und da nur so strikt eine Richtung zu gehen, ohne mal zu gucken, was links und rechts so los ist und das zumindest mal zu prüfen. Weil ich denke mir immer, man kann ja nicht gegen was sein, was man gar nicht kennt. Ja, da haben Sie absolut, da haben Sie vollkommen recht. Aber meine Beobachtung ist auch, dass ein Großteil der Leute dem aus dem Weg geht. Es ist vielleicht ja auch psychologisch nicht ganz einfach, so Überzeugungen, die man angenommen hat und auf die man vielleicht schon Veröffentlichungen hat und eine Karriere angefangen hat aufzubauen oder schon nach 10, 20 Jahren aufgebaut hat, denen dann dieses Kapital also abzuschreiben und die Überzeugung über Bord zu werfen. Das ist psychologisch wahrscheinlich nicht einfach, aber das wäre mal eine interessante Frage für Verhaltensforschung. Dann ist aber die Aussicht ja eigentlich eher relativ düster, ne? Wenn man noch nicht einmal ideologiefreie Wissenschaftler dazu bringt, über sowas nachzudenken. Wie will man dann erst Politik, die dann auch noch eigene Interessen hat, wie Sie vorher gesagt haben, oder auch den einfachen Bürger von sowas überzeugen? Ne? Ja, indem man so ein Buch schreibt, ne, zum Beispiel, und dann einfach das erklärt, vor allen Dingen junge Menschen, die noch nicht voreingenommen sind oder die noch nicht ihre Überzeugung haben und noch nicht eine Karriere aufgebaut haben auf bestimmten Überzeugungen und Ansichten. Bei denen ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man da nicht auf Granit beißt, sondern dass man da durchkommt. Und langsam aber sicher schafft man es dann vielleicht, dass es auch mal eine kritische Masse erreicht, die dann auch mal dann Einfluss hat auf die Politik. Wie stehen Sie gegenüber dem Problem, dass größere Staaten dann Druck ausüben auf den kleineren Staat?
Das ist ja wahrscheinlich eins der Hauptprobleme, die da bestehen dürfte, dass dann eben zum Beispiel, wie wir es aktuell haben, so ein Gebilde wie die EU oder auch die Vereinigten Staaten da so ein bisschen gegen Länder arbeiten, die da nicht so wirklich so arbeiten, wie sie sich das vorstellen. Man sieht es ja zum Beispiel mit den Sanktionen, die wir da in Kuba lange hatten und ich glaube sogar immer noch haben in großen Teilen oder auch mit Nordkorea, da geht man ja auch nicht allzu sanft um. Venezuela ist, glaube ich, jetzt auch einiges am Kochen. Man sieht es auch ganz krass, da war ich selber überrascht mit dieser ganzen Steuerabgleichsgeschichte, die da gerade im Kommen ist, wo da jetzt in ein, zwei Jahren das losgeht, dass da international abgeglichen wird und sozusagen das Geschäftsmodell der Steuerparadiese damit hinfällig ist. Hätte ich mir ja nie träumen lassen, dass die da alle mitmachen, aber durch den internationalen Druck mit schwarzen Listen und internationaler Zahlungsverkehr ausgeschlossen und so sind die dann doch alle eingeknickt. Ja, ja, da sehen wir wieder, dass die Großstaaten die eigentlich Gefahr sind. Aber was macht man dann als Kleinstaat, wenn es dann eben Großstaaten gibt? Ja, ja, das ist in der Tat ein Problem und es gibt keine Garantie, dass man sozusagen seine Freiheit bewahrt, wenn man so Großstaaten in der Nähe hat und die Druck ausüben. Und ja, sogar die Schweiz ist ja eingeknickt. Die Frage ist halt, was wäre gewesen, wenn sie nicht eingeknickt wäre? Weil es gab in der Schweiz oder gibt in der Schweiz auch Stimmen, die sagen, ja, wir lassen es einfach drauf ankommen, wir machen es nicht. Ja, und vor allem das Interessante ist ja, das ist auch wieder so eine Frage, die ich mir immer stelle, es gibt ja jetzt nicht nur die Schweiz, es gibt ja ganz viele so Länder, ob das jetzt da die Cayman-Inseln sind, Bahamas, die Kanalinseln und was es da noch so alles gibt, da kommen ja dann schon 20, 30 zusammen und bei denen das oft sogar noch viel mehr das Geschäftsmodell ist, teilweise ja das Einzige, das sie haben, dass die dann alle einknicken, das hätte ich mir so schnell nicht träumen lassen. Vor allem hätte man ja auch noch sozusagen das zusammen machen können, weil man ist ja nicht alleine. Wenn man das natürlich als Schweiz alleine macht, ist das immer schwierig. Aber wenn da jetzt diese 20, 30 Länder gemeinsam gesagt hätten, wir machen da alle nicht mit, dann wird es dann langsam schwierig mit Sanktionen eigentlich, sollte man meinen. Ja, eine Strategie sicherlich ist von Kleinstaaten, dass man sich verbündet, um so einen Druck abzuwehren von so Großstaaten. Aber in diesem Fall hat es anscheinend ja nicht geklappt, ne? Ganz besonders lustig ist es ja deshalb, weil man ja gleich das beste Argument sozusagen selbst geliefert hat, da die USA ja so ziemlich die einzigen sind, die nicht mitmachen. Hätte man ja sich einfach dadurch rausreden können, dass man sagt, solange die nicht dabei sind, sind wir auch nicht dabei. Ja, ja. Dagegen kann man dann schwerlich was sagen international. Wollen Sie uns vielleicht noch was über Katalonien erzählen? Das fände ich auch noch ganz interessant. Sie sind ja da unten in der Region sozusagen, kennen sich da relativ gut aus, schätze ich mal. Da haben Sie ja quasi vor der Tür das beste Beispiel. Und wir wissen bei uns hier oben gar nicht so viel über Katalonien. Man hört hier und da mal was, aber so wirklich informiert ist da, glaubt kaum einer. Ja, es gibt da halt die starke Unabhängigkeitsbewegung. Das ist natürlich nicht nur ein Teil der Bevölkerung von Katalonien. Da gibt es natürlich auch viele Zugezogene, die dann aus Andalusien zum Beispiel, aus dem armen Andalusien, sind in den vor 30, 40 Jahren viele Leute nach Katalonien gezogen, um da zu arbeiten. Das heißt, die haben gar nicht diese Vergangenheit mit der Sprache und so weiter, obwohl ihre Kinder dann, das sind die Einwandererkinder, das sind dann sozusagen die Fanatischen und Sezessionisten. Weil die natürlich auch das Bildungssystem da kontrollieren und dann, sie müssen Katalan lernen und dann lernen die natürlich auch, dass Katalonien ihre eigene Geschichte hat und so weiter. Von daher hat dieser Druck in der Hinsicht noch auf die Unabhängigkeit zugenommen. Dieses Zentralspanien möchte das natürlich nicht. Die sagen ja, das geht mit in der Verfassung ist das nicht vorgesehen. Und wenn, dann müssten wir auch alle drüber abstimmen. Also sozusagen die Andalusier müssten erlauben, Katalonien, dass sie... Das ist natürlich, muss man vielleicht dazu sagen, zufällig die von denen Geld bekommen. Ja, 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 ja. Von daher ist eigentlich unsinnig, wäre das ja... Normalerweise würde man sagen, okay, das sollte ein Selbstbestimmungsrecht sein. Das heißt, wir machen eine Abstimmung in dem Teil des Landes, ob die Mehrheit jetzt da raus will oder nicht. Aber nein, die sagen ja, das ganze Land, ganz Spanien, alle Spanien, wenn eine Abstimmung, dann sollten alle da abstimmungsberechtigt sein. Natürlich sind in Katalonien oder auch im Baskenland, sind da von denen, die die Sezession wollen, sind viele dabei, die sehr weit links sind, teilweise Kommunisten. Das heißt, das kann man natürlich auch von der Hinsicht aus sehr kritisch sehen. Andererseits, wenn man den Gedanken des politischen Wettbewerbs bis zu Ende denkt, dann ist klar, dass wenn Katalonien unabhängig wird, dann ist der Druck natürlich immens, dass sie Freihandel haben, weil je kleiner das Gebiet ist, desto weniger autark ist es, desto größer ist der Druck, auch Freihandel einzuführen.
die USA, die sind so groß, die können natürlich, da ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass die eine Mauer hochziehen und sie abschotten, als bei Liechtenstein zum Beispiel, dass so viele Güter importieren muss. Und bei den Kleinstaaten ist halt so, wenn man, da sieht man sofort, wenn eine Politik falsch ist oder schlecht ist oder schlechte Auswirkungen hat, dann kommen die Folgen, die schlechten Folgen, kommen sofort. Und es ist viel eher sichtbar, dass das nicht gut ist, was da gemacht wurde. Dann würde sich der Druck der Realität würde sich dann durchsetzen und die könnten halt gar nichts so Schlimmes machen, sondern müssten halt offen sein und auch frei einigermaßen freiheitlich sein, damit ihre Bürger ihnen nicht in Schaden davonlaufen. Sonst müssten sie eine Mauer bauen wie die DDR. Ja, ich nehme Katalonien ja immer ganz besonders gerne als Beispiel, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, weil ich finde, es zeigt wunderbar auf, wie eben hier so ein Mitmachzwang besteht. Also, weil wir da eben jetzt nicht normalerweise, wenn jemand wie Sie oder wie ich dazu was sagen, dann heißt ja immer, ja, die Mehrheit, die will es halt anders und da musst du dich fügen. Deshalb finde ich Katalonien so ein spannendes Beispiel, weil da wirklich eine komplette Region sagt, demokratisch mit, ich glaube, sie haben ja auch abgestimmt mit 80% oder 90%, wir wollen jetzt hier unser eigenes Ding machen und selbst dies dann, also dieses absolut Demokratische, was uns immer verkauft wird als das große Tolle, wird dann hier einfach nicht anerkannt und es wird gesagt, nö, also ob ihr da mitmachen wollt oder nicht, interessiert uns nicht, ihr macht einfach mit. Ja, ja, das Gegenargument ist ja, denn die spanische Verfassung ist demokratisch und die sieht das nicht vor. Oder wenn, dann müsste ganz Spanien demokratisch abstimmen. Ja, aber das, wie gesagt, das hat vollkommen recht. Wenn man die Demokratie hochhält und ob Selbstbestimmungsrecht, dann müsste man das erlauben. Ja, selbstverständlich. Deswegen ist es ja auch immer so kritisch, irgendwo beizutreten. Beigetreten ist mir immer schnell und nachher darf man da nicht mehr raus. Ne? Das Erste, was man irgendwo reinschreiben muss, wenn man zum Beispiel so einer EU beitritt oder was auch immer, wenn man das denn will im Heute, aber dass man zumindest mal davon ausgeht, ich meine, das geht jeder kleine Mensch davon aus, zum Beispiel wenn er heiratet, dass man eben auch irgendwie wieder aussteigen kann, wenn sich die Sache unschön entwickelt. Ja, hat ja noch geklappt, noch geht es ja in der EU, wie man bei den Briten beobachten kann. Der Drops ist noch nicht gelutscht, bislang sind sie noch nicht draußen, warten wir es mal ab, was kommt. Ja, ich bin ja optimistisch. Ja, das natürlich kommt dann auch Druck aus, die sagen dann, ja, wenn ihr austretet, dann lassen wir euch in die EU nicht rein. Das ist natürlich klar, man kommt nur durch Einstimmigkeit in die EU ein, wenn einer dann ein Veto einlegt, dann kommt die nicht rein, ne? Aber wie kindisch kann man denn sein, ne? Dass man dann sowas sagt, dass, ja, dann lassen wir euch nicht mehr in die EU rein, dann haben wir da die Außenzölle und so weiter. Und ja, das ist natürlich wieder der klassische Mitmachzwang, weil es halt gegen die eigene Agenda ist und wenn da einer nicht mitspielt, dann wird halt, so gut es geht, die Keule rausgeholt. Ja, ja, da wird die Maske fallen gelassen. Das ist schon interessant. Ja, also deswegen finde ich Katalonien echt wirklich immer sehr, sehr spannend, weil da kommen dann auch Themenbefürworter immer ziemlich in Straucheln, dass sie das dann auch gut heißen, dass man die da einfach nicht rauslässt. Einen aktuellen Stand, also das Letzte, was ich gehört habe, war, dass sie jetzt nochmal irgendwie von einem halben Jahr Ärger gekriegt haben und dass da nochmal irgendwie eine Gerichtsverhandlung ist. Und wissen Sie vielleicht gerade, wie der aktuelle Stand ist, was da jetzt momentan unten los ist, ob da jetzt sich die Lage verbessert hat oder ob das immer schlimmer wird und die langsam aufgeben oder was da los? Ja, von mir aus ist es eigentlich oben, aber ja. Okay, für mich ist beides unten. Ja. Ja, ja, so genau verfolge ich es auch nicht, weil die es gibt Interessantes in meinem Leben, als jetzt die spanische Politik so hautnah zu verfolgen. Aber ja, da gab es Gerichtsverhandlungen und zwar, weil das Referendum, was sie gemacht haben, soll ja verfassungswidrig sein. Selbstverständlich. Das heißt, die Politiker, die das durchgeführt haben, Arturo Mas, der steht vor Gericht, weil er das halt durchgeführt hat und soll verurteilt werden. Ich weiß nicht, vielleicht wurde auch schon verurteilt, auf jeden Fall. Er hat auch schon gesagt, ja, wenn ihr das macht, dann das wäre nationalistisch und natürlich total gegen die Interessen von Katalonien. Von daher, ich glaube, die knallen sich dann auch wieder ins eigene Fleisch durch so einen Prozess, wenn sie den verurteilen würden. Darum geht es also, um dieses Referendum, dass da jetzt jemand bestraft werden soll, weil er das durchgeführt hat und die Leute befragt hat. Und was ist der aktuelle Stand zu der Abspaltung sozusagen gesamt, nachdem das jetzt gerichtlich verboten wurde? Was sagen die da jetzt? Wir machen das einfach trotzdem oder na gut, dann können wir es halt nicht machen. Ja, die wollen das ja auf dem politischen Wege erreichen, aber scheint ja nicht so erstmal zu gehen. Okay, also es ist aber jetzt nicht von Ihnen angestrebt, dass Sie jetzt dann irgendwann kurz davor stehen zu sagen, wir machen einfach und dann schauen wir mal, ob ihr einmarschiert.
Ja, nee, also dass sie sich so unabhängig erklären, spontan, das glaube ich nicht. Es sind da auch viel zu viele natürlich Fragen, die man da regeln müsste. Wobei ich die Chancen dabei ja gar nicht so schlecht sehen würde, weil ich kann mir persönlich sehr schwer vorstellen, dass wenn die das jetzt einfach machen würden, kann ich mir schwer vorstellen, dass man da jetzt viel dagegen machen kann, weil ich glaube, das kann sich Spanien nicht leisten, dass sie dann da quasi mit Gewalt vorgehen und dann mit Panzern einfahren. Ja, ja, das sehe ich auch so. Vor ein paar Jahren war auch mal, als das Referendum gerade war, da war auch mal die Nachricht, dass sie das alles Gold, was sie in Barcelona noch gelagert hatten, die Nationalbank, dass sie das abtransportiert haben. Also, bisschen skeptisch ist man also in der Regierung. Ja, das ist natürlich dann auch ein Druckmittel, ne? Wenn man, ja, natürlich. Da hat man die mehr in der Hand. Ja, da bin ich gespannt, was da noch rauskommt. Was sind weitere Argumente, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, die Sie oft hören zu dem Thema? Das ist sozusagen der Gründungsmythos der EU, sozusagen, man braucht diesen EU-Staat oder dass die Entwicklung hin zu dem EU-Staat ja unausweichlich sein soll. Ne, die kommt ja, wenn die Europäer nur reif genug sind, dann wird das passieren. Und das ist gut, weil das den Frieden garantiert. Weil Kleinstaaten können sich halt gar nicht erlauben, aggressiv zu sein. Sie haben gar nicht die Ressourcen dazu. Und wie gesagt, sie können nicht autark sein. Sie sind viel mehr angewiesen auf Freihandel, auf ungehinderten Handelsverkehr als die Großstaaten. Die sind in ihrer Existenz bedroht, wenn der Handel da behindert wird. Das heißt, sie müssen viel friedlicher und freundlicher zu ihren Nachbarn sein als die Großen. Die Großen sind dann, ja, die sind die wollen Monopolisten. Ja, die wollen auch Weltpolitik betreiben. Ne? Wenn man das historisch betrachtet, ist ja auch ganz interessant, wenn man Deutschland nimmt. Man spricht immer schlecht über die Kleinstaaterei. Ja, aber was hat denn die Einigung gebracht 1871? Da kam dann jetzt der große deutsche Staat, Ende der Kleinstaaterei. Und dann wollte man auf der Weltbühne mitspielen, Kolonien natürlich haben. Auch die Marine wollte man haben. Da sah sich dann Großbritannien veranlasst, ja immer doppelt. Man wollte immer, Großbritannien will immer doppelt so viel haben wie der Nächste. Und dann kommt es zum Wettrüsten. Ja, und wie hat das Deutsche Reich denn seine Bevölkerung geschützt? Fatal. Millionen sind gestorben im Ersten Weltkrieg. Und das heißt, die Kleinstaaten vorher haben es viel besser getan. Oder auch Liechtenstein heute. Ne? Liechtenstein hat die Schweiz keine Kriegstoten im 20. Jahrhundert zu verzeichnen. Und das sind die riesige US-Vereinigten Staaten. Die haben viel mehr Kriegstoten. Das heißt, obwohl die viel größer sind, haben es nicht geschafft, ihre Bevölkerung zu schützen, zu verteidigen. Die haben halt auch so eine große Armee, möchte man dann halt auch mal gerne auch einsetzen. Die nächste Frage wäre natürlich auch, unter welchem Preis man dann diesen vermeintlichen Frieden bekommt, weil man ja eben sozusagen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Ne? Also man könnte jetzt etwas zynisch sagen, hätte Stalin damals oder Mao oder sonst wer die Welt erobert, dann hätte es auch einen Staat gegeben und auch Frieden in dem Sinn. Lustig wäre es dann da wahrscheinlich trotzdem nicht gewesen in dem Staat. Ja, in der Tat ist die größte Gefahr für das Leben der Bürger im 20. Jahrhundert der eigene Staat gewesen, kein fremder Staat. Es gibt da das Buch von Rummels, Death by Government. Der hat dann alle Schätzungen zu den Toten und so weiter ausgewertet und dann immer das Mittelmaß genommen, den Mittelwert genommen und es sind 70 Millionen Tote gekommen. Also nicht Kriegstote, sondern Tote, die durch die eigene Regierung erfolgt sind. Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern durch die eigene Regierung. Und da sind natürlich auf den Rangplätzen, findet man natürlich auch keine Singapur oder Hongkong oder Schweiz oder Liechtenstein, sondern immer die Großstaaten. Auf dem ersten Platz die Sowjetunion, dann China, dann Nazi-Deutschland. Er hat auch die Statistik, wo man der prozentuale Bevölkerungsanteil, der getötet wird von der eigenen Regierung. Und da sind auch keine Kleinstaaten. Die ersten sind die Roten Khmer in Kambodscha, die haben prozentual die meisten ihrer eigenen Bevölkerung niedergemetzelt und dann kam, glaube ich, Nachkriegspolen. Aber wie gesagt, da ist auch kein Liechtenstein und Schweiz. Und das ist ja auch klar, wenn man so kleine Staaten hat, wenn man dann totalitär ist und so brutal gegen seine eigene Bevölkerung ist und denen keine Freiheit lässt, ja, dann die nächste Grenze ist ja ganz nah. Und das ist keine andere Kultur dann in der nächsten Grenze, sondern sehr wahrscheinlich Leute, die gleiche Sprache sprechen, von Liechtenstein zur Schweiz zum Beispiel, und die kulturell sehr ähnlich sind. Dann entleert sich das Land, es sei denn, man baut eine Mauer drumherum wie die DDR oder man hat die Haie wie Kuba, aber sonst entleert es sich sofort. Sie haben sich mit Sicherheit auch damit beschäftigt, wie erfolgreich Kleinstaaten aktuell sind und da mal so ein bisschen ausgewertet, wo die so auf der internationalen Rangliste landen, nehme ich stark an, oder? Vom Pro-Kopf-Einkommen. Ja. Ja, also wie erfolgreich die sind, das kann man ja an mehreren Sachen, ja, entweder am Pro-Kopf-Einkommen oder an sonstigen Daten ablesen.
Da steht ja jetzt zum Beispiel Schweiz und Liechtenstein ist ja bekanntlich da ganz gut dabei. Aber mich hätte jetzt als Frage interessiert, wenn Sie sich damit beschäftigt haben, dass es ja viele Kleinstaaten gibt, manche kennt man ja auch gar nicht. Gibt's da irgendwie, haben Sie da irgendwie interessante Aspekte herausgefunden, dass man zum Beispiel sagen kann, es gibt, was weiß ich, 30, 40 Kleinstaaten und die sind alle unter den ersten 50 stärksten Nationen dabei oder die sind halt ganz besonders gut überdurchschnittlich in ihrer Entwicklung oder was in die Richtung? Das haben wir ehrlich gesagt gar nicht gemacht. Das wäre auch mal eine interessante Frage, das auszuwerten. Man sieht es ja auf den ersten Blick, dass hier Monaco, Singapur, San Marino, Liechtenstein und so weiter, dass die gar nicht am Hungertuch nagen. Ne? Aber Sie haben recht, das könnte man auch mal professionell wissenschaftlich machen. Ja. Ja, vor allem dann halt auch noch mit den ganzen anderen Kleinen, die man vielleicht nicht so kennt, die dann aber trotzdem vielleicht nicht ganz so toll wie Liechtenstein stehen, aber immer noch deutlich besser im Schnitt als die anderen. Ja, wäre mal ein interessantes Projekt. Ja, es gibt ja viele Sezessionsbestrebungen. Jetzt mit dem Brexit haben wir einen Präzedenzfall gehabt, dass es jetzt möglich ist in der EU. Und jetzt immer, wenn es zu Verhandlungen kommt, wird das im Raum stehen, dass die Möglichkeit besteht, dass das jetzt schon einer im Machen ist und jetzt hoffentlich bald auch mal gemacht hat. Und alle, die dann mehr Zentralismus wollen, mehr Macht für Brüssel, die werden immer wissen, sind jetzt die anderen im Raum, die das Beispiel vom Brexit kennen und die dann genauso handeln können. Ihr Optimismus in allen Ehren, ich kann Ihnen da nur leider entgegnen. Die Schweiz überlegt sich trotz Brexit und trotz der katastrophalen Auswirkungen tatsächlich stärker denn je beizutreten. Ja, ich bin optimistisch, dass der Optimismus nicht passieren wird. Ja, aber allein schon die Überlegung finde ich schon einen Debakel. Man guckt sich das jetzt seit 10, 15 Jahren an, es wird jährlich schlimmer und jetzt, wo manche schon rausgehen, überlegt man sich doch allen Ernstes, da noch einzusteigen. Ja, es gibt ein paar Unverbesserliche, denen ist das dann auch egal. Aber ja, es gibt ja auch viele Sezessionsbestrebungen, nicht nur in Katalonien und Baskenland, sondern auch Südtirol, Schottland oder Flandern. Vielleicht kann man auch noch in Bayern sowas anregen. Hat doch gerade das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die nicht aussteigen dürfen. Ja. Ganz aktuelles Urteil war da jetzt gerade, ich glaube vor 4 Wochen oder so. Ja, das stimmt vollkommen, ja, das habe ich auch verfolgt. Ne? Die könnten, ja, wie gesagt, Bayern hat nie dem Grundgesetz zugestimmt. Von daher kann das auch wenig interessieren, was das Verfassungsgericht sagt letztendlich. Wenn die Mehrheit der Bayern wirklich davon überzeugt werden könnte, dass ein unabhängiges Bayern möglich und besser wäre, dann denke ich, würde sich auch ein politischer Weg finden. Es hängt immer davon ab, ob man die Leute überzeugen kann, ob die Ideen, wenn die Ideen natürlich so sind, ja, wir können nur in einer riesen EU überleben, in der globalisierten Welt, ja, dann wird das nie passieren, aber wenn diese Änderung geschafft werden kann in den Köpfen der Menschen, dann ist das schon möglich. Und ohne Optimismus wird man diese Änderung nie zustande bringen. Also Ihr neues Buch heißt Wir schaffen das alleine. Haben Sie mit Andreas Marquardt, glaube ich, geschrieben. Wann kommt's raus? Es kommt am 20. März. Dann da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und dann war's das für heute. Ich habe mir hier noch die Mühe gemacht, eine kleine Statistik zu machen mit besonders großen und besonders kleinen Ländern. Dies finde ich sehr, sehr interessant. Dazu wird es dann in den nächsten Tagen nochmal ein kurzes Extra-Video geben. Also wer sich dafür interessiert, dann in den nächsten 2-5 Tagen nochmal hier reinschauen in den Kanal SteuerXR. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, euer Michael von SteuerXR. Wenn euch diese Sendung wie der Erwarten gefallen hat, könnt ihr sie gerne unterstützen. Wie findet ihr in diesem Link, der jetzt gerade hier eingeblendet ist, einfach mal draufklicken, angucken. Geht ganz einfach. Ansonsten Videos liken, Videos teilen, empfehlen, weitersagen und sich für die Freiheit stark machen.